Wer kennt es nicht? Wir haben Freunde zu einer Party eingeladen und noch fehlt die richtige Deko, bevor die Gäste gleich kommen. Prima, Luftballons. Aber leider hat man wie immer kein Helium zur Verfügung, um sie an die Decke zu hängen. Auch Baskekleber oder Reißzwecken sind hier nicht die optimale Lösung. Aber zum Glück haben wir im Physikunterricht aufgepasst. Einfach die Luftballons kräftig an den Haaren rubbeln und an die Decke hängen. Dort bleiben sie aus mysteriösen Gründen hängen. Schauen wir uns an, wieso. Körper bestehen aus Ladungen. Das sind zum einen positive und ortsfeste Ladungen. Die nennt man Protonen. Und dann gibt es noch die negativen und beweglichen Ladungen, die Elektronen. Im Normalfall hat ein Körper genauso viele positive wie negative Ladungen und ist damit nach außen hin neutral. Reibt man jetzt unterschiedliche Stoffe aneinander, so gehen Elektronen von einem auf den anderen Körper über. In welche Richtung? Hängt dabei von den jeweiligen Stoffen ab. Man kann es an der Elektronegativität ablesen. Der Luftballon hat in diesem Fall die höhere Elektronegativität und das größere Bestreben, Elektronen aufzunehmen. Die Elektronen fließen somit von den Haaren zum Luftballon. Es kommt zur Ladungstrennung. Anschließend ist der eine Körper, hier die Haare, positiv, der andere, hier der Luftballon, negativ geladen. Wie bei gleichen Magnetpolen stoßen sich auch gleichnamige Ladungen ab. Ungleichnamige ziehen sich hingegen an. Diese Abstoßung kann man sich zunutze machen, um zu erkennen, ob ein Körper neutral oder geladen ist. Wir versuchen uns erst einmal aufzuladen. Das kann man beispielsweise erreichen, wenn man mit Gummisohlen über einen Teppichboden läuft. Man kann die Aufladung auch mittels eines Bandgenerators vornehmen. Dort werden zwei Materialien automatisch aneinander gerieben und die Kugel hier oben lädt sich entsprechend auf. Wenn ich die Kugel anfasse, werde auch ich aufgeladen. Oder ich benutze entsprechend ein Double von mir. Jetzt sind wir beispielsweise negativ aufgeladen. Und die vielen Elektronen wollen sich voneinander abstoßen und den größtmöglichen Abstand zueinander einnehmen. Das lässt sich dann auch an den Haaren erkennen, die ebenfalls den größtmöglichen Abstand zueinander einnehmen wollen und somit zu Berge stehen. Aber zurück zum Luftballon. Warum sollte ein negativ geladener Luftballon von einer neutralen Decke angezogen werden? Die Elektronen in der Wand sind, wie wir schon gelernt haben, beweglich und werden vom Luftballon abgestoßen. Sie wandern somit in die Wand hinein. Und direkt an der Wand entsteht ein positiver Ladungsüberschuss, der jetzt den negativen Ballon anzieht. Da diese elektrische Kraft größer als die nach unten gerichtete Gewichtskraft ist, bleibt der Ballon somit an der Decke hängen. Die Beeinflussung von Ladungen durch Ladungen in der Nähe, hier also das Verschieben von Ladungen in die Wand durch die Ladung vom Luftballon, nennt der Physiker daher auch Influenz. Für uns heißt es jetzt vor allem eins. Die Party kann steigen. Aber ein Hinweis noch, die Luftballons verlieren über die Umgebungsluft mit der Zeit die Ladung und fallen herunter. Je wärmer und je höher die Luftfeuchtigkeit ist, desto schneller passiert das. Aber dann haben wir ja sogar ein Gradmesser für unsere Party gefunden. Je schneller die Luftballons unten liegen, desto heißer war die Party.